Hallo, liebe Hausbauhelden! In diesem Insights geht's um das Dachfenster und seine besonderen Eigenschaften. Was bringt es, was kostet es und welche vier Grundregeln müsst ihr kennen, um für euer Zuhause eine bessere und gesundheitsfördernde Tageslichtversorgung zu schaffen? Wusstet ihr, dass der moderne Mensch etwa 90% seiner Lebenszeit in geschlossenen Gebäuden verbringt? Im Herbst und Winter, wenn die Sonne kürzer scheint und wir noch mehr drin sind, kann es dadurch tatsächlich zu Lichtmangelerscheinungen kommen. Die berühmte Winterdepression. Warum ist Tageslichtplanung so wichtig? Licht steuert viele biochemische Abläufe im Körper, besonders unseren Hormonhaushalt. Das beeinflusst massiv unsere innere Uhr, also den Wach- und Schlafrhythmus, das allgemeine Wohlbefinden, unsere Stimmung und ganz stark unsere Leistungsfähigkeit. Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, sogar Stoffwechselerkrankungen können laut Experten durch dauerhaften Tageslichtmangel begünstigt werden. Und weil wir uns so viel in Gebäuden aufhalten, ist es ganz wichtig, dass wir hier eine gute Tageslichtversorgung schaffen. Es gibt aber auch wirtschaftliche Aspekte. Tageslicht bringt Helligkeit in den Raum und so lassen sich tatsächlich auch Energiekosten sparen. Als biologisch wirksam gelten Beleuchtungsstärken ab 1000 Lux, die von einer flächigen Lichtquelle abgegeben werden. Solche Voraussetzungen werden in normalen Innenräumen meist nur in unmittelbarer Nähe eines Fensters erreicht. Bei Büroarbeitsplätzen mit Tätigkeiten wie Schreiben und Datenverarbeitung muss die Beleuchtung mindestens 500 bis 750 Lux betragen. Für ausreichende Helligkeit im Wohnbereich geht man von 300 Lux aus, die in Tischhöhe vorhanden sein sollten. Jetzt denkt man vielleicht, in Deutschland gibt es 3700 Normen, die das Bauen betreffen. Da wird schon irgendwas dabei sein für die ausreichende Tageslichtversorgung. Dem ist aber nicht unbedingt so. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal kurz die Planungsgrundlagen an. Je nach Bundesland verlangen die Landesbauordnungen, dass in einem Raum die Fläche der Fensterausschnitte mindestens 10 bis 12,5% der Nettogrundfläche entsprechen müssen. Eine angemessene Versorgung mit Tageslicht schafft man in einem Raum damit meist aber nicht. Seit März 2019 gibt es eine europäische Norm zur Tageslichtversorgung, die DIN EN 17037, kurz Tageslichtnorm, die eine ausreichende Tageslichtversorgung in Gebäuden sicherstellen und angenehme und gesunde Räumlichkeiten schaffen soll. Da die Berechnungen hier leider relativ komplex und aufwendig sind, hat unter anderem Velux Studien und Simulationen gemacht, aus denen sich eine einfache Faustformel ableiten lässt. Erst einmal sehen wir hier einen Beispielraum mit knapp 25 Quadratmetern Fläche und einem Fensterflächenanteil von etwa 10 bis 12,5% nach Landesbauordnung. Und hier sehen wir den gleichen Raum mit einem Fensterflächenanteil von 20 bis 25% der Raumgrundfläche, der die Anforderungen nach der europäischen Tageslichtnorm erfüllt. Daraus kann man tatsächlich eine Faustformel ableiten. In den meisten Fällen führt eine Fensterfläche von 20 bis 25% der Grundfläche des Raumes zur Erfüllung der Tageslichtnorm. Im Vergleich zu den Landesbauordnungen führt die neue Norm also in vielen Situationen zu einer Verdopplung der Fensterflächen. Achtung, die europäische Tageslichtnorm hat einen Richtwertcharakter und spricht Empfehlungen aus. Das heißt also nicht, dass ihr das automatisch so geplant bekommt. Und deshalb gebe ich euch jetzt ein paar wichtige Planungstipps mit. Die Position und Proportionen von Fenstern sind oftmals wichtiger als die Größe der Fensterfläche. Geneigte oder horizontale Dachfenster haben durch die Ausrichtung zum Himmel circa die doppelte Lichtausbeute wie senkrechte Fenster der gleichen Größe. Je höher die Oberkante des Fensters liegt, desto tiefer, also weiter, kann das Licht in den Raum einfallen. Einseitig belichtete Räume haben oft einen starken Abfall der Beleuchtungsstärke in der Raumtiefe. Eine Belichtung von zwei Seiten, im Dachgeschoss oft nur über Dachfenster möglich, führt zu einer viel ausgeglicheneren Belichtungssituation. Das Tageslicht wird durch Böden, Wände und Decken reflektiert. Helle, reflektierende Oberflächen verteilen das Licht besser in den Raum hinein. Wo viel Licht ist, muss für Schatten gesorgt sein, denn je mehr Fensterflächen ein Raum hat, desto größer ist die Gefahr, dass ich geblendet werde, dass mir der Nachbar reinschaut oder dass es im Sommer zu heiß wird. Deshalb müssen Sonnen-, Hitze- und Blendschutz bei Fenster- und Tageslichtplanung immer mitgedacht werden.
Weil das alles ziemlich kompliziert ist, gibt es seit kurzem auch ein Planungstool und ein Zertifikat, das Wohnhäusern eine optimale Tageslichtversorgung garantieren soll. Das ist der Daylight Score von der Active House Alliance und wir schauen uns gleich in unseren Praxisbeispielen auch das erste Haus an, das mit diesem Daylight Score zertifiziert wurde. So funktioniert die Planung mit dem Daylight Score. Es wird eine Simulation gemacht anhand eines 3D-Modells, bei dem man sehen kann, wie die Lichtverhältnisse sich verändern. Hier einmal ein Bad mit und ohne Dachfenster. Wir schauen uns dieses Haus übrigens auch gleich vor Ort an. Berücksichtigt werden die Geometrie der Räume, die Elemente der äußeren Umgebung und die Eigenschaften der Oberflächen. Jedes Zimmer wird einzeln analysiert und bewertet. Danach werden alle Zimmerbewertungen gemittelt, um die Gesamtbewertung eines Hauses zu bestimmen. Ich habe jetzt für euch im Überblick nochmal die 4 Grundregeln zur Tageslichtplanung, die ihr unbedingt kennen solltet. Erstens, geneigte Fenster haben eine bessere Lichtausbeute als Vertikalfenster. Zweitens, hoch eingebaute Fenster ermöglichen eine bessere Belichtung in der Raumtiefe. Drittens, bodentiefe Fenster schaffen Großzügigkeit und besseren Ausblick. Und viertens, zweiseitige Belichtung bringt gleichmäßigere Helligkeit in Räume. Wir sehen schon, Dachfenster haben eine ganz wichtige Funktion bei der Tageslichtversorgung, gerade im Dachgeschoss, weil es hier oft weniger Möglichkeiten gibt, senkrechte Fenster zu platzieren. Wir haben jetzt im Anschluss 4 Praxisbeispiele für euch, wo wir vor Ort gedreht haben und wo man sehen kann, wie Tageslicht in unterschiedlichen Raumsituationen wirkt. Unser erstes Beispiel ist das Musterhaus Fellbach von Gusseckhaus, das nachträglich Dachflächenfenster im Schlafzimmer bekommen hat. Der Vorteil von dem solarbetriebenen Elektroantrieb ist, dass man keinen Stromanschluss braucht, was ideal für die Nachrüstung ist. Man kann hier im Sommer nachts sehr schnell Hitze aus dem Raum ablüften und die Fenster schließen dank Regensensor, wenn schlechtes Wetter naht. Es gibt außerdem zum Verdunkeln und zum Hitzeschutz elektrische Rollläden außen und innen mit dem Solarplissé einen Sicht- und Blendschutz. Praktisch ist, die Produkte lassen sich per App oder Taster auch in eine smarte Haussteuerung einbinden. Unser zweites Beispiel ist das neue Musterhaus von Bienzenka in Fellbach. Hier haben wir unterschiedliche Dachfenster in Flur und Bad. Und gerade im Bad ist der Vorteil, Dachflächenfenster bringen maximale Tageslichtversorgung bei minimaler Einblickmöglichkeit. Wenn der Nachbar da nicht gerade mit der Drohne übers Haus fliegt, schaut euch da keiner rein. Treppen und Flure sind wichtige Verkehrswege im Haus, die gut und vor allem gleichmäßig belichtet sein sollten, um Stolperunfälle zu vermeiden. Gleichmäßiges Licht bekommt man vor allen Dingen im Tagesverlauf über Dachflächenfenster. Deshalb wurden jetzt hier 2 Schwingfenster mit Elektroantrieb eingebaut und mit Regensensor. Die schließen sich also auch automatisch, wenn schlechtes Wetter kommt. Von den Maßen haben wir jetzt hier 2x78 x 140 cm. Und ganz wichtig, es kommt natürlich auch viel Hitze rein durch so ein Fenster. Deshalb ist eine außenliegende Beschattung, wie sie hier auch verbaut wurde, mit so einem Rollladen ganz wichtig. Andererseits kann man durch ein Dachflächenfenster auch Hitze, also warme Luft, die ja nach oben steigt, sehr gut und sehr effektiv ablüften. Noch wichtiger, was das Raumklima angeht, ist natürlich hier das Dachflächenfenster im Badezimmer. Hier wurde mal über der Wanne ein großes Fenster verbaut. Das heißt, wenn man hier jetzt mal kurze Zeit hohe Wasserdampffeuchtigkeit hat, durch Duschen oder Baden, kann man das ganz schnell hier rauslüften. Außerdem ist es natürlich schön, wenn man hier in der Wanne liegen kann mit Blick in die Sterne. Tageslicht am Morgen weckt auch die innere Uhr, also macht schön wach und man kann in Tageslicht sehr gut Farben, also Make-up und Kleidung aufeinander abstimmen. Und wie viel Tageslicht einen kleinen Raum aufwerten kann, schauen wir uns jetzt noch im Kinderbad gegenüber an. Hier haben wir nämlich zwar 2 Fenster im Kniestock, trotzdem ist dieses Dachflächenfenster direkt über dem Waschbecken ein echtes Highlight. Dadurch wirkt der Raum viel größer und man hat das Tageslicht von oben genau an der Stelle, nämlich hier am Spiegel, wo man es braucht. Unser drittes Beispiel ist das Musterhaus Poing von Schwörerhaus, ein Doppelhaus, wo in einer Haushälfte eine Maisonette-Wohnung unterm Dach ist. Das ist übrigens auch das erste Haus, das mit dem Daylight Score zertifiziert wurde, der diesem Haus eine optimale Tageslichtversorgung bescheinigt.
Hier haben wir Dachfenster in Wohnbereich und Küche und vor allem eine helle Galerie, auf der die Dachflächenfenster zusätzliche Stehhöhe und viele Nutzungsmöglichkeiten schaffen. In der Loftwohnung schauen wir uns natürlich zuerst das Highlight an. Das ist dieser 37,5 Quadratmeter große Wohn-Ess-Kochbereich, der jetzt wirklich firsthoch geöffnet ist. Wir haben hier über 5 Meter Lichtraumhöhe dadurch und durch diese vielen Fenster und eben Dachflächenfenster, die man hier schon sehen kann, die offene Galerie, eben auch wahnsinnig viel Tageslicht. Also von wegen dunkle Dachwohnung gibt's hier nicht. Wenn ich jetzt hier hochkomme, kann ich wirklich in Licht baden. Diese Galerie hat etwa 25 Quadratmeter Grundfläche. Durch die Trempelwände hier, also durch die Dachschrägen, sind es dann 14,5 Quadratmeter Wohnfläche. Und durch diese Dachflächenfenster ist es hier also wirklich taghell. Und diese Fenster, die sind jetzt alle offen, sind eben alle elektrisch, sind auch mit elektrischen Rollläden versehen und auch in dieses Funksystem, in dieses Smart Home System eingebunden. Es gibt also einen Regenwächter, einen Windwächter, einen Sonnenwächter. Das heißt, wenn es zu heiß wird, kann das automatisch runterfahren. Und wenn es anfängt zu regnen, gehen die Fenster zu, sodass ich da keine Angst haben muss. Und sie können sogar aktiv zur Raumklimatisierung beitragen, denn es gibt auch einen Temperaturfühler. Wenn es also hier oben zu warm wird, können die Fenster eben auch aufgehen und lüften, wenn ich das möchte. Unser viertes Beispiel ist die Villa Bland von Weberhaus. Hier können wir sehen, dass Dachfenster auch beim Flachdach möglich sind. Jetzt kommen wir hier zu meinem ersten persönlichen Highlight. Das ist das Flachdachfenster über dem Waschtisch, der dadurch von oben komplett mit Tageslicht geflutet wird. Das Besondere ist hier auch die Einbausituation. Das Natursteinmaterial und die Mosaikfliesen laufen nämlich bündig auf die Rahmenkante zu, sodass dieser kaum zu sehen ist. Das ist hier ein Konvexglas-Flachdachfenster für Dachneigungen von 0 bis 15 Grad mit Hitzeschutzmarkise. Im Kinderbad gibt es eine Dusche, in der man in Licht duschen kann. Hier liegt über der Dusche komplett eine Dachverglasung, ein sogenanntes Modular Skylight Lichtband mit 5 Grad Neigung. Auch hier wurde wieder bis hoch gefliest, dass der Einbau optisch praktisch rahmenlos erfolgt. Das Element lässt sich automatisch verschatten oder auch elektrisch öffnen, sodass Wasserdampf aus der Dusche ganz schnell nach oben abgelüftet werden kann. Das ist eine sehr hochpreisige Lösung. Es gibt auch feststehende Elemente, die etwas günstiger sind. Aber das Ganze bedingt auch eine individuelle Planungsleistung. Kommen wir zur Kostenfrage. Sind Dachfenster teurer als normale senkrechte Fenster? Ja, das sind sie und dafür gibt es auch Gründe. Einmal ist das Produkt an sich teurer und aufwendiger, aber auch der Einbau ist komplizierter. Und warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Dachfenster sind Sonne, Wind, Regen, Schnee oder Hagel viel direkter und extremer ausgesetzt als Vertikalfenster. Deshalb bedarf es viel hochwertigerer Materialien für Rahmen, Dachanschlüsse und Glas. Außen ist sogenanntes Einscheibensicherheitsglas verbaut. Auf der Innenseite werden hochwertige Dachfenster serienmäßig mit durchbruchhemmendem Verbundsicherheitsglas aufgebaut. Solche modernen Fenster können auch Hagel standhalten und sind teilweise stabiler als Dachziegel. Der Einbau eines Dachfensters bedarf besonderer Fachkenntnisse, damit es auch wirklich nicht reinregnet. Dachfenster werden deshalb in der Regel von Meisterbetrieben, entweder Dachdeckern oder Zimmereien, eingebaut. Vertikalfenster hingegen werden oft durch angelernte Montagebetriebe installiert, die einen deutlich geringeren Lohn erhalten. Außerdem gibt es für Dachfenster diverse Zusatzausstattungen. Blendschutzrollos, Verdunklungsrollos oder Mückenschutzgitter innen, Rollläden für außen, elektrische Antriebe, smarte Steuerung, die so ein Produkt auch deutlich teurer machen. Kommen wir zur Preisinfo. Ganz wichtig, was ich euch jetzt sage, sind keine Produktpreise für einzelne Fenster, denn die könnt ihr auch im Internet nachschauen, sondern projektbezogene Gesamtpreise für 2 Projekte, die ich euch eben gezeigt habe. Inklusive Einbau, allen Planungsleistungen und auch allen Materialien, die für Einbau und Dachanschluss noch benötigt werden, denn das kommt ja zum Fensterpreis am Ende noch dazu. Das heißt, es kann sein, wenn ihr jetzt bei eurem regionalen Handwerker so ein Produkt anfragt, dass ihr andere Preise genannt bekommt, höhere oder auch wesentlich niedrigere. Aber mir ist wichtig, dass ihr mal ein Gefühl für das Gesamtpaket bekommt und nicht nur für die Einzelteile.
Das erste Beispiel, das wir gesehen haben im Schlafzimmer mit den 4 Schwingfenstern mit Solarelektroantrieb, Regensensor, Solarsonnenschutz-Plissé und elektrischen Außenrollläden, kostet eingebaut in etwa 12.000 Euro. Beim zweiten Beispiel haben wir ja im Bad das 114x140 große Klappschwingfenster mit Elektroantrieb gesehen. Das kostet eingebaut dann etwa 3.000 Euro. Das manuelle Fenster würde ca. 2.500 Euro kosten. Der Rollladen Integra SSL Solar kostet nochmal etwa 1.000 Euro. Die Lösung auf der Galerie für dieses doppelte Element, also für beide Fenster zusammen mit den elektrischen Klappschwingfenstern, kostet etwa 5.400 Euro. Manuelle Fenster, 2 Stück nebeneinander, würden ca. 4.500 Euro kosten. Auch hier kommen die Rollläden nochmal extra dazu. Für ein Flachdachfenster, unabhängig jetzt vom eben gezeigten Projekt, das sehr individuell war, müsst ihr mit Elektroantrieb inklusive Einbau etwa mit Gesamtkosten von 3.000 bis 3.500 Euro rechnen. Die feststehende Variante ist dann jeweils etwas günstiger. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen auf das, wie ich finde, sehr wichtige Thema Tageslichtplanung. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte wie immer unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.